Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es eben mal wieder gehört von der FDP-Fraktion. Wenn es darum geht, die Interessen von Menschen zu wahren oder die Interessen der Umwelt zu wahren, das spielt für die FDP ganz im Sinne, so wie wir sie kennen, überhaupt keine Rolle. Hier geht es nur um die Interessen, die vermeintlichen Interessen der Wirtschaft. Das ist alles, was für Sie im Mittelpunkt steht. Für uns ist das anders. Und Herr Bombis, ich möchte noch mal den Fokus auf die globalen Zusammenhänge lenken. Wir leben in einer Welt der globalen Nachbarschaft, wo wir tagtäglich erleben, welche Auswirkungen unsere Art des Wirtschaftens und unsere Art des Konsumierens auf Menschen in anderen Teilen dieser Welt und vor allen Dingen im globalen Süden hat. Nämlich wo Menschen millionenfach fliehen, weil sie kein Auskommen mehr haben, weil sie nicht wissen tagtäglich, wie sie ihre Kinder ernähren sollen und sich deshalb auf den Weg machen. Und ich glaube, die Frage der Vermeidung von Fluchtursachen, die von allen immer wieder in Sonntagsreden bewegt wird, auch im Übrigen von der CDU-Fraktion, die ja auch schon angekündigt hat, dieses Gesetz hier nicht, dem Gesetz nicht mitstimmen zu wollen, das macht sich konkret fest, auch an der Frage, inwieweit wir auf Arbeits- und Produktionsbedingungen in den Ländern des Südens Einfluss nehmen. Und das tun wir konkret mit diesem Tariftreue- und Vergabegesetz. Und deswegen lassen Sie Ihren Worten auch Taten folgen und halten Sie nicht nur Sonntagsreden in Bezug auf die Vermeidung von Fluchtursachen, sondern dann müssen Sie diesem Gesetz in diesem Punkt auch zustimmen. Danke schön, Frau Kollegin Asch. Und für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Hübner noch einmal.